Bundesbankbunker Cochem. Geheimer Bunker, geheime Geldscheine. Anfang der 60er Jahre wurde in Cochem an der Mosel eine streng geheime Lagerstätte für noch geheimere Geldscheine geschaffen. Die Deutsche Bundesbank lagerte dort über zwei Jahrzehnte insgesamt 15 Milliarden deutsche Mark in Scheinen. Im Kalten Krieg wäre so einer Bedrohung beispielsweise durch Falschgeld begegnet worden. Heute können Besucher die Anlage besichtigen und erfahren in fundierten Führungen alles über die einzigartige Geschichte rund um den Bunker, die Ersatzserie und deren Geheimhaltung.